Moin, mein Name ist Jens Busch-Strothmann. Ich bin 24 Jahre alt, Student und seit 2016 Mitglied im Gemeinderat Lahten. Darüber hinaus bin ich Vorsitzender der CDU in Lahten und werde auch dieses Jahr erneut für die Kommunalwahlen antreten. In den letzten Jahren war ich im Gemeinderat Lahten an der Umsetzung vieler Projekte beteiligt. Mit den allermeisten sind wir davon fertig geworden, doch es gibt manche längerfristige Anliegen, die auch in den kommenden Jahren die Arbeit eines Ratsmitglieds erfordern. An diesen Projekten, die mir besonders am Herzen liegen, möchte ich auch zukünftig mitwirken. Darüber hinaus bin ich 2016 als jüngster Kandidat angetreten und möchte auch in Zukunft den Generationenwechsel in der CDU-Fraktion mitbegleiten. Bereits im letzten Jahr haben wir damit begonnen, uns auf das anstehende Thema der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes vorzubereiten. Wir wissen, dass die Deutsche Bahn mittelfristig den Lahtener Bahnhof umbauen wird. Die Umgestaltung des Umfeldes wiederum liegt im Aufgabenbereich der Gemeinde Lahten. Ich möchte, dass sich das Bahnhofsumfeld stark verändert und zukünftig von den Bürgerinnen und Bürgern als ein sicherer, heller, ansprechender Ort wahrgenommen werden kann. Das Ganze muss natürlich einhergehen mit anderen Umbaumaßnahmen, die unseren Ortskern betreffen. Und wer baut, muss auch immer ein besonderes Auge auf die Umwelt werfen. Daher möchte ich, dass die Gemeinde auch zukünftig Renaturierungs- und Umweltprojekte mit besonderer Sorgfalt behandelt und dort auch auf die Kooperation mit Vereinen setzt.